noch 30 Sekunden in dieser Session. Alles ist bereit. Auf geht's. Du stehst weiter vorne, als wir gedacht hätten. Pass auf, dass du nicht zu viele Plätze an die schnelleren Autos verlierst. Da der Start bei Regen erfolgt, müssen wir nicht beide Trockenmischungen verwenden. Großartiges Manöver, nahezu perfekt gemacht. Du hast dir den Frontflügel beschädigt. Es ist aber nicht schlimm, bleib draußen. Wir bleiben bei unserer ursprünglichen Boxenstrategie. Jetzt auf Regenreifen, also sei schön vorsichtig. Wenn die Bedingungen so bleiben, stehen noch 2 Stops an. Lass dich nicht länger von ihm aufhalten, zieh vorbei. Maldonado ist der Nächste. Leg ihn dir für ein Überholmanöver zurecht.
Betrieb am Buchsenausgang rechnen. Du bist jetzt auf Position 9. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Perez ist gerade an die Box gefahren. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Intermediate beim nächsten Stop. Intermediate. Wieder auf die Strecke fahren. Strecke ist frei. Wir haben einen Satz Intermediates aufgezogen. Du kommst noch zweimal zum Stopp. Hintermann vorbeilassen. Du bekommst Intermediate. Los geht's. Du musst an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Nutze dort Kern. Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Du liegst drei Positionen hinter Kimi.
Kopf die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Gib wieder Gas. Keine blaue Flagge mehr. Kimi ist in die Boxengasse abgebogen. Kimi an der Box. Laut unseren Daten fährt ein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Webbers Runden sind etwa eine Sekunde schneller als deine. Du musst reagieren. Wirklich guter achter Platz, gute Leistung.